Ecstasy, hè? Gut, erst einmal unter die Dusche, Dinge mir das Gröbste abgewaschen, gell? Weil gerade Schaum in die Haare ab, leit's unten an der Haustür. Das ist immer dasselbe, ich kann durchdrehen. Ich bin Schaum in die Haare ab, dann leit entweder das Dreckshandy oder es leit unten an der Haustür. Gut, in dem Fall habe ich gewusst, es ist der Backelfahrer. Ich also mit Schaum in die Haare, mit Selbstbräunerstreifen in der Lätschen, raus aus der Duschen, rein in meinen Leopardenbademantel, meine Glitzersandaletten und wie ich zur Haustür hechte und die Tiere aufmache. Sigi, es ist nicht der Backelfahrer, sondern zwei Damen von den Zeugen Jehovas. Tobi. Ich habe meinen Mantel ein bisschen aufgemacht und habe gesagt, entschuldigen Sie meinen Aufzug, meine Damen, aber ich arbeite nachts. Wenn ich mir jetzt eine frische Unterhosen geholt habe und mir ein Glas Cognac eingeschenkt habe, sage ich, Sie kriegen auch gleich eins, dann können Sie mich gern über mein Seelenheil aufklären. Denn ich bin ja so froh, dass Sie den Weg in mein kleines Hexenhäuschen gefunden haben. Da waren schon beim Nachbar über 200.